Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer Sondersendung der Zeit im Bild, in der wir Sie wieder auf den neuesten Informationsstand bringen wollen, was die Corona-Situation in Österreich auch und auch in anderen Ländern betrifft. In Kürze beginnt eine Pressekonferenz von Justizministerin Alma Sadic und Europaministerin Caroline Edtstadler. Die juristischen Fragen, die sich angesichts der immer strengeren Maßnahmen stellen, die werden wir mit dem Experten Heinz Mayer besprechen. Und bei mir im Studio begrüße ich in gewohnter Manier Hans Bürger. Hans, wir warten jetzt, dass die Pressekonferenz im Bundeskanzleramt beginnt. Es dauert noch ein wenig. Daher jetzt die Frage, was ist denn von dieser Pressekonferenz von den Ministerinnen Sadic und Edtstadler zu erwarten? Also wenn wir an das herangehen, was die Ministerin Sadic gestern gesagt hat, dann wird sie vermutlich heute noch einmal wiederholen, was alles in der Gerichtsbarkeit in Österreich derzeit nicht geht, nämlich fast gar nichts. Es werden fast alle Gerichtsverhandlungen eingestellt. Es werden alle ersucht, die am Gericht zu tun hätten, den Parteienverkehr zu meiden. Es wird de facto auch die österreichische Justiz komplett heruntergefahren. Natürlich nicht, wenn es um schwere Straftaten geht, aber im Großen und Ganzen werden die Menschen ersucht, wenn es um Dinge geht, die nicht unbedingt jetzt für ihr Leben notwendig sind, diese Gerichtstermine einfach zu verschieben. Das betrifft natürlich auch große Gerichtstermine wie den BUWOG-Prozess, der schon verschoben ist. Also auch das österreichische Justizwesen begibt sich in einen Art Notbetrieb. Ja, wenn da Verfahren, wie Sie sagen, auch große Verfahren eingestellt werden, was heißt das für das Justizsystem in Österreich? Naja, es wird nicht so sein, dass die Anarchie ausbricht. Die großen Dinge werden schon behandelt werden. Aber wie gesagt, der Parteienverkehr von Menschen, die eher kleinere Dinge am Gericht zu tun hätten oder auch Verfahren, die jetzt nicht im großen Bereich liegen, bei schweren Straftaten, die wird man verschieben. Alles, was nur irgendwie möglich ist und was so wenig Menschen wie möglich zusammenbringt, wird in diesem Jahr oder sagen wir in diesen Wochen verschoben werden müssen. Wir blicken ins Bundeskanzleramt, da tut sich noch nichts. Heute hat sich dort etwas schon getan. Es war die Bühne auch bereits für Kanzler und Vizekanzler. Und dort wurde ein Hilfspaket präsentiert, angekündigt im Rahmen von 38 Milliarden Euro für die österreichische Wirtschaft. Wie setzt sich denn dieses Paket zusammen? Na, vielleicht bevor wir über die Zusammensetzung reden, kurz noch über die Dimension. 38 Milliarden klingt wahnsinnig viel und ist tatsächlich auch sehr viel. Das haben wir bei 4 Milliarden auch schon gesagt, aber das ist 9,5 Mal so viel, wenn ich schnell rechne. Und wenn wir ans Bruttoinlandsprodukt denken, 2019 sind wir bei 398 Milliarden Euro oder 2018 sind wir ziemlich genau bei 380 Milliarden Euro, dann ist das ein Zehntel der gesamten österreichischen Wirtschaftsleistung. So etwas habe ich noch nie erlebt. So etwas wird es wahrscheinlich auch oder gibt es sicher nicht gegeben seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist natürlich schon eine unglaubliche Überbrückungshilfe, vor allem für Unternehmen, die sonst in Konkurs gehen müssten, nämlich 15 Milliarden. Und dann gibt es auch noch Kreditgarantien. Ja, und Liquidität wird zur Verfügung gestellt. Also das sind die drei Elemente, aus denen sich dieses Paket zusammensetzt. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie kann sich der Staat Österreich das leisten? Ich weiß es nicht. Natürlich selbstverständlich nur auf ein größeres Defizit hingesehen und auf eine höhere Verschuldung. Das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen. Aber schauen wir uns das an, was Sie auch gesagt haben. Zunächst die 4 Milliarden, die schienen schon gigantisch, jetzt 38 Milliarden. Wie sehr, glauben Sie, wird man da immer nachschrauben müssen sozusagen, dass man die Wirtschaft noch zusätzlich unterstützt? Also ich kann mir momentan nicht vorstellen, wie man über 38 Milliarden hinausgeht. Außerdem, es läuft ja so nicht ab, dass man jetzt einfach der Wirtschaft 38 Milliarden gibt, sondern man muss die Formulare zur Verfügung stehen. Da muss jedes einzelne Unternehmen ansuchen, begründen, warum, welche Hilfe, wie lange braucht das Unternehmen die Hilfe. Da beginnt eine unfassbare Organisationsarbeit jetzt zuzukommen auf die österreichische Bundesregierung und natürlich auf jeden einzelnen Unternehmer. Je kleiner er ist, desto schwieriger wird die ganze Sache. Also ich möchte nicht in der Haut jetzt eines Unternehmer stecken, der weiß, wenn er das nicht in Anspruch nimmt, dann wird sein Betrieb vermutlich pleite gehen. Und auf der anderen Seite weiß er, da kommt jetzt die totale Bürokratie auf mich zu. Andererseits ist das österreichische Amt und sind die österreichischen Behörden mittlerweile so weit digitalisiert, dass es vielleicht doch schneller geht.
Also hier wird jetzt alles Mögliche unternommen, um die österreichische Wirtschaft zu stemmen und zu schützen. Das ist das eine, die österreichische Wirtschaft. Aber dann stellt sich natürlich auch die Frage nach der Weltwirtschaft. Wie soll diese die Pandemie überleben sozusagen oder stemmen? All die Verluste. Naja, wenn wir den nächsten Schritt gehen, dann sind wir jetzt bei der Europäischen Union. Wir haben die Europäische Zentralbank, die eigentlich am Limit ihrer Kräfte ist, die in der Zinspolitik nicht mehr viel machen kann. Wir sind schon deutlich unter Null. Natürlich kann sie die Zinsen weiter senken, aber sie wird jetzt einfach große Pakete schnüren müssen. Wie macht sie das? Sie wird Anleihen aufkaufen. Man hört, dass sie auch Aktien aufkaufen will. Alles Dinge, die vor 10 Jahren noch undenkbar gewesen, also vor 15 Jahren undenkbar gewesen sind. Sie wird es versuchen, wie in der Finanzkrise. Danke vorerst, Hans Bürger. Es dauert noch ein bisschen offenbar im Bundeskanzleramt und deswegen kommen wir jetzt zu den weiteren, den neuen Todesopfern, die es in Österreich gibt. Nach 2 Fällen in der Steiermark, hier sind 2 Männer gestorben, beide in der Risikogruppe, also über 65 Jahre alt. Aber immer wieder hat es zuletzt auch Nachrichten von sehr viel jüngeren Todesopfern gegeben. Es gab sie aus China und auch aus Italien. Und eine solche zusätzlich beunruhigende Nachricht kommt heute auch aus Oberösterreich. Dort ist eine erst 27-jährige Infizierte gestorben. Meine Frage an Robert Fürst in Oberösterreich. Ist es aber überhaupt bestätigt, dass diese Frau aufgrund der Corona-Infektion gestorben ist? Das war heute in Oberösterreich tatsächlich alarmierend, dass man gehört hat, eine so junge Frau ist betroffen. Aber es hat bei ihr eine ganze Reihe von Vorerkrankungen mitgespielt. Sie hat bereits seit ihrer Kindheit an Diabetes gelitten und hatte auch ein Nierenleiden. Aber es ist trotzdem so bestätigt der ärztliche Direktor des Kepler-Uniklinikums in Linz, wo sie behandelt wurde, dass letztlich das Coronavirus die schwere Erkrankung ausgelöst hat und dann auch letztlich zum Tod geführt hat. Die Frau ist am Freitag ins Krankenhaus gekommen, bereits mit dem Verdacht auf eine Corona-Infektion. Der Test hat auch sehr rasch ein positives Ergebnis gebracht. Sie ist dann noch einige Zeit jetzt auf der Intensivstation behandelt worden. Letztlich konnten die Ärzte für sie aber nichts mehr tun. Robert Fürst, was weiß man, was konnten Sie recherchieren über die Vorerkrankungen dieser doch sehr jungen Frau? Es war eben eine Diabeteserkrankung und ein Nierenleiden. Das hat dazu geführt, dass sie der Corona-Infektion, dass ihr Körper dem nichts entgegensetzen konnte. Und es ist jetzt so, dass natürlich auch im Krankenhaus man merkt, dass manche Menschen, die von außen kommen, besorgt sind, dass sie irgendwie sich hier anstecken könnten. Oder dass Menschen, die sich in den vergangenen Tagen hier aufgehalten haben, sich infiziert haben könnten. Da gibt es aber die ganz klare Botschaft aus dem Krankenhaus vom ärztlichen Direktor, dass hier keine besondere Gefahr bestehe. Zum einen, weil man ohnehin sehr strenge Maßnahmen getroffen hat. Es gibt bereits seit Tagen eine Schleuse. Es gibt auch ein Besuchsverbot und bei der Schleuse kommt man nur durch, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt, wenn man da bei der Desinfektion durch muss, wenn man Fieber gemessen hat und so weiter. Und zum anderen ist es eben so, dass man ja bei der Patientin gewusst hat, dass ein Corona-Verdacht besteht und sie ist eigentlich von Beginn an darauf eingestellt worden, dass sie hier isoliert behandelt wird. Ich hoffe, Sie hören mich ja. Ich muss Sie leider unterbrechen. Die Pressekonferenz geht los im Bundeskanzleramt. Dagewesene Herausforderungen. Es spüren wir auch in der Bundesregierung, wo wir tagtäglich mit neuen Frage- und Problemstellungen auch befasst sind und die uns vor Augen führen, was alles geregelt werden muss. Wesentlich ist für uns in Zeiten wie diesen, dass der Staat, die Verwaltung auch weiterhin funktionieren muss, auch in Krisenzeiten. Auch wenn man diese unglaublich schwierige und herausfordernde, uns alle an die Grenzen bringende Zeit als natürlich unangenehm empfindet, als negativ empfindet, dann gibt es doch auch etwas Positives, was man dem abgewinnen kann. Und das ist es, dass hier ein unglaublicher Zusammenhalt festgestellt werden kann, dass selbstverständlich die Regierung zusammenhält, dass aber auch das Parlament zusammenhält und das über Parteigrenzen hinweg. Und auch dann, wenn es darum geht, gesetzliche Anpassungen vorzunehmen, um eben dieses Funktionieren des Staates auch tatsächlich abzusichern. Ich freue mich daher, dass morgen im Nationalrat die ÖVP und die Grünen einen Initiativantrag einbringen werden mit einem Gesetzespaket, wo es genau darum geht, Staat und Verwaltung aufrechtzuerhalten und handlungsfähig zu halten und auch die Regierung handlungsfähig zu halten. Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen Dank an jene Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Justiz, aus dem Bereich des Verfassungsdienstes auszusprechen, die sprichwörtlich Tag und Nacht auch mitgeholfen haben, um diese Gesetzesänderungen letztlich dann morgen auf den Weg bringen zu können. Worum geht es? Es geht darum,
die Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Staates, der Verwaltung zu erreichen. Es geht darum, dass wir alle, die wir gefragt sind, möglichst wenig physische Kontakte miteinander zu haben oder auch jene, die in Quarantäne sind, dennoch teilhaben lassen an der Arbeit, die jetzt getan werden muss. Und es geht auch darum, die Beschlussfähigkeit der Bundesregierung aufrechtzuerhalten. Im Einzelnen darf ich auf den einen Teil, der mich als Verfassungsministerin betrifft, hinweisen. Dadurch, dass wenig physischer Kontakt gehalten werden soll, ist es auch notwendig, Ämter und Behörden zu schließen. Es ist schwierig für manche, zu Rechtsanwälten und zu Notaren zu gelangen. Und daher ist es auch notwendig, hier entsprechende Maßnahmen zu treffen. Im Gesetz ist ganz konkret vorgesehen, dass alle Fristen, die bereits laufen, und zwar nach Inkrafttreten des Gesetzes oder die in dieser Zeit zu laufen beginnen, unterbrochen werden sollten in Verwaltungsverfahren und vor den Verwaltungsgerichten und diese Fristen dann wieder neu zu laufen beginnen ab dem 1. Mai. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass niemand einen Nachteil daraus gereichen sollte, dass er in der aktuellen Situation weniger Gelegenheit hat, sich um seine Angelegenheiten zu kümmern, weil er krank ist, weniger Gelegenheit, das entsprechend gut tun kann, weil er vielleicht gewisse Menschen, auch rechtsberatende Berufe, nicht so gut erreicht oder weil er eben sich auch freiwillig und zum Schutz der anderen in Quarantäne begeben hat. Diese Fristunterbrechung gilt im Übrigen auch vor dem Verfassungsgerichtshof und vor dem Verwaltungsgerichtshof. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wenn Sie heute eine Strafverfügung bekommen, dann sollte es nicht Ihnen zum Nachteil gereichen, dass Sie in einer bestimmten Frist hier ein Rechtsmittel einbringen sollen, sondern es wird diese Frist unterbrochen und beginnt am 1. Mai neu zu laufen. Wenn Sie heute eine negative Entscheidung von einer Behörde, etwa der Gewerbebehörde, bekommen oder wenn Sie aufgefordert werden, weitere Unterlagen in einem bestimmten Verfahren vorzulegen, dann gilt diese Frist nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, das parlamentarische Verfahren ist natürlich abzuwarten, als unterbrochen und wird mit 1. Mai neu zu laufen beginnen. Gleichzeitig muss auch die Funktionsfähigkeit der Höchstgerichte ermöglicht werden. Und auch hier gibt es zukünftig die Möglichkeit, beim Verfassungsgerichtshof im Weg des Umlaufbeschlusses Beschlüsse zu fassen, zu beraten und diese Beratungen in diesem Weg auch durchzuführen. Und auch das Gleiche gilt für den Verwaltungsgerichtshof, wo ebenfalls im Wege des Umlaufbeschlusses diese Funktionsfähigkeit aufrecht erhalten werden soll. Und dann kommt noch eines dazu, wenn etwa Behörden oder Verwaltungsgerichte nicht handlungsfähig mehr sind, weil in etwa alle Personen, die dafür notwendig sind, krank sind, dann kann die Zuständigkeit auf eine andere Behörde übertragen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben aber auch gesehen, dass es wichtig ist, dass die Bundesregierung handlungsfähig ist. Und deshalb wird es hier auch einen Vorschlag geben, eingebracht, wie gesagt, von den Parteien ÖVP und Grünen, auch im Ministerrat im Wege des Umlaufbeschlusses zu beschließen. Aus meiner Sicht handelt es sich hier um eine verfassungsrechtliche Klarstellung, denn im Artikel 69 Absatz 3 ist nur von der physischen Anwesenheit der Regierungsmitglieder die Rede. Und man hätte jetzt auch die Möglichkeit, hier ein Anheben der Verfassung auf die technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts vorzunehmen. Man wird sehen, wie das auch aufgenommen wird, denn wir reden von einer Änderung des Bundesverfassungsgesetzes, wo natürlich eine Zweidrittelmehrheit möglich ist. Ich darf noch einmal betonen, all diese Vorschläge, ich habe jetzt von denen in meinem Bereich gesprochen, werden morgen von den Parteien der ÖVP und den Grünen eingebracht und im Parlament beraten werden. Und ich hoffe sehr, dass sich auch hierbei zeigt, so wie schon in den letzten Tagen, dass das Team Österreich zusammenhält, dass man über Parteigrenzen hinweg die Punkte setzt, die notwendig sind, die Veränderungen bringt, die notwendig sind, dass Staat und Verwaltung auch in Zeiten der Krisen funktionieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Justizministerin. Bitte schön. Vielen herzlichen Dank. Schönen guten Tag Ihnen allen. Zusammenhalt war ein schönes Stichwort, weil es geht um Zusammenhalt. Wir sind alle gefordert, Menschen, Institutionen, Unternehmen. Jeder von uns muss sich diesen Herausforderungen stellen, die in so einem Ausmaß in der Zweiten Republik noch nie so da gewesen sind.
um diesen Virus einzudämmen und uns alle und unsere Mitmenschen zu schützen, müssen wir natürlich soziale Kontakte eindämmen und so weit wie möglich reduzieren. Und das haben wir auch bei den Gerichten gemacht, das haben wir bei den Staatsanwaltschaften gemacht und das haben wir bei den Gefängnissen gemacht. Und das ist deswegen auch so wichtig und auch gleichzeitig schwierig und stellt uns vor besonderen Herausforderungen, weil gleichzeitig der Rechtsstaat, der Rechtsfriede und die Rechtssicherheit natürlich gewährleistet werden muss. Und ich kann Ihnen versichern, wir haben auch gemeinsam auch am Wochenende und unsere Beamtinnen und Beamten haben unter größtem Einsatz hier Überlegungen angestellt, welche Bereiche denn wir alles regeln müssen, damit auf der einen Seite der Rechtsfriede gewahrt bleibt und auf der anderen Seite die Kontakte minimiert werden. Und daher gilt auch mein besonderer Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ganzen Land, die auch dazu beitragen, dass der Rechtsstaat weiterhin funktioniert. Und auch insbesondere an dieser Stelle ein besonderer Dank auch an alle Justizwache-Beamtinnen und Justizwache-Beamten und Bediensteten in den Justizanstalten, denn sie stehen vor ganz großen Herausforderungen, denn wir wissen alle, was passieren kann, sollte ein Coronavirus-Fall in einer Justizanstalt auftauchen. Deswegen würde ich auch gerne die Maßnahmen kurz erläutern, die wir in der Justiz gestellt haben und insbesondere auch, weil ich es zuletzt auch angesprochen habe, im Strafvollzug, vor den Herausforderungen auch, vor denen wir im Strafvollzug stehen. Wir haben im Strafvollzug jeglichen Besucherkontakt eingeschränkt und ich muss dazu sagen, dass wir schon sehr früh mit den ersten Maßnahmen begonnen haben. Wir haben schon Ende Februar mit den Maßnahmen im Strafvollzug begonnen, weil wir gewusst haben, dass wir die Justizanstalten, die Bediensteten als auch die Insassen in den Justizanstalten hier besonders schützen müssen. Und deswegen kann ich auch glücklicherweise sagen und bin ich auch froh, dass es bis jetzt noch keinen Corona-Fall in einer Justizanstalt gegeben hat. Nichtsdestotrotz müssen wir immer restriktivere Maßnahmen auch hier setzen. Wir haben zu Beginn der Woche jeglichen Besucherkontakt eingeschränkt. Der einzige Besucherkontakt, der möglich ist, ist, wenn eine Anwältin oder ein Anwalt mit dem Insassen sprechen möchte. Aber auch in diesem Fall gelten besondere Vorschriften, nämlich nur Kontakt zwischen einer Glasscheibe. Wir haben auch sichergestellt, dass Haftverhandlungen und auch Verhängungen der Untersuchungshaft per Video erfolgen können. Das heißt, diese Situationen sind nicht ausgesetzt, das ist nicht eingeschränkt, sondern wir haben deswegen extra einen Abänderungsantrag auch schon bereits im letzten Plenum gehabt, wo wir sichergestellt haben, dass Haftverhandlungen und Haftsachen auch per Videotelefonie durchzuführen sind. Das ist auch insbesondere deswegen wichtig, weil natürlich wir versuchen müssen, jedes Risiko zu vermeiden, denn die Vorführung eines Insassen vor einen Richter bedeutet natürlich auch weiteren Kontakt und kann natürlich auch dazu führen, dass es hier Infizierungsgefahr in einer Justizanstalt besteht. Wir arbeiten auch derzeit, weil das auch mehrfach gefordert ist und sich auch in den im Gesundheitsbereich bewährt hat. Wir arbeiten derzeit auch auf Gruppensystem umzustellen. Das heißt, alle Justizwachebeamten in Zusammenarbeit natürlich mit der Personalvertretung werden jetzt in Gruppen eingeteilt, damit wir sicherstellen können, dass, wenn eine Gruppe infiziert ist, dass sich das nicht auf die gesamte Belegschaft überträgt, sondern dass die Infizierung nur in der Gruppe bleibt. Das hat sich in den Krankenhäusern bewährt und wird sich auch in den Justizanstalten bewähren. Zum zweiten Punkt, was haben wir bei den Gerichten gemacht? Sie wissen, dass wir bereits den Notbetrieb ausgerufen haben. Das heißt, wir haben den Parteienverkehr gänzlich eingestellt. Es ist nur noch möglich, per telefonischer Vereinbarung in wirklich dringenden Fällen das Gericht aufzusuchen. Uns ist aber trotzdem wichtig, dass alle Parteienrechte und alle Verfahrensrechte gewahrt bleiben. Deswegen haben wir uns bei den Gerichten und ebenfalls für einen Gerichtsfristenstopp entschieden. Also auch hier gibt es bei den gerichtlichen Fristen Unterbrechungen. Das bedeutet, dass mit
diese bis zum 30. April unterbrochen werden und mit 1. Mai neu anfangen zu laufen. Beispielsweise, wenn man ein Urteil zugestellt bekommt, dann muss man, und man hat dann einen Monat Zeit, dann muss man, dann ist das, ist die Frist unterbrochen und das eine Monat fängt dann quasi ab 1. Mai neu zu laufen an. Das ist deswegen wichtig, weil wir wissen, dass auch die Rechtsanwaltskanzleien und alle Personen, die hier auch beraten, natürlich unter Quarantäne stehen und hier auch besondere Schutzmaßnahmen gelten. Wichtig ist aber auch, dass nochmal betont wird, dass ganz dringende Fälle, wenn es um Freiheitsbeschränkungen geht oder angefochtene Freiheitsbeschränkungen, Unterbringungen nach dem Unterbringungsgesetz, dass diese natürlich davon ausgenommen sind, denn diese wichtigen Sachen müssen selbstverständlich auch weiterlaufen. Wir haben uns auch dazu entschlossen, dass Fristen, die gesetzlich ausgelöst werden, das heißt jene Fristen, wo ich gefordert bin, das Gericht anzurufen, beispielsweise bei Verjährungsfristen, bei Besitzstörungen oder auch bei Scheidungen, dass diese Fristen gehemmt werden. Das heißt, alle Fristen, wo ich das Gericht anrufen muss, auch diese Fristen werden vorerst bis zum 30. April gehemmt. Und wir haben uns für eine weitere Maßnahme entschieden, die natürlich insbesondere die Wirtschaft und die Unternehmen entlasten soll, weil wir wissen, dass unsere Unternehmen und somit auch, dass unsere Unternehmen zahlungsfähig bleiben müssen und damit die Menschen auch weiterhin in ihren Jobs bleiben, haben wir uns dazu entschlossen, hier eine sogenannte Insolvenzbremse einzuführen. Das heißt, bis jetzt war es so und wir wissen, dass viele Unternehmen in eine schwierige finanzielle Situation derzeit kommen und wahrscheinlich auch gefordert sind, Insolvenz anzumelden. Deswegen wollen wir diese Frist erstrecken auf 120 Tage. Das heißt, wir verdoppeln die Frist, die bis jetzt gestanden ist, auf 120 Tage, um so dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, nochmals zu prüfen, wie man am besten aus der wie das Unternehmen am besten aus der Krise kommen kann und auch nochmals zu prüfen, ob nicht doch staatliche Förderungen, die jetzt auch vereinbart wurden, hier das Unternehmen schützen können und somit auch keine Insolvenzen angemeldet werden können. Dieser Schritt war uns eben deswegen wichtig, um hier den Unternehmen und auch den Geschäftsführern eine Möglichkeit zu geben, nicht sofort Insolvenz anzumelden. Wir sind mit allen in Kontakt, wir stehen mit allen Gerichten in Kontakt, wir stehen mit den Staatsanwaltschaften in Kontakt, mit der Rechtsanwaltskammer, mit der Notariatskammer, weil es uns einfach wichtig ist, alle Punkte, die notwendig sind in dieser Krise, auch wirklich zu regeln und auch hier Maßnahmen zu ergreifen, die den Rechtsstaat bestmöglich aufrechterhalten auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch wirklich die Maßnahmen, die jetzt am Wochenende getroffen sind, die Kontaktbeschränkungen auch weiterhin aufrechterhalten und dass das auch weiterhin gewährleistet ist. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ja, wir stehen für Fragen zur Verfügung. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zum Fragenteil. Als erster gemeldet hat sich ORF Zeit im Bild, dann kommen wir zum Servus-TV-Kollegen und dann hier. Bitte schön. Ja, also zwei Fragen hätte ich. Die Schweiz hat einen kompletten Rechtsstillstand jetzt gerade angeordnet bis 4. April. Ist das etwas, was in Österreich auch vielleicht denkbar wäre? Und zum Zweiten wäre es in Gefängnissen möglich, Justizwachen und Insassen noch weiter zu trennen, um dort Ansteckungsgefahr noch zu minimieren? Der ersten Frage beginnen. Uns geht es darum, das Funktionieren des Rechtsstaates und der Verwaltung aufrechtzuerhalten, aber natürlich unter den gegebenen Voraussetzungen, nämlich dieser noch nie dagewesenen Krise, unter der Voraussetzung, dass möglichst wenig physische, soziale Kontakte stattfinden. Und ich habe es auch angesprochen, wir haben zum Glück sehr viele Möglichkeiten technischer Natur im 21. Jahrhundert, hier Dinge zu substituieren. Soweit das möglich ist, wollen wir das auch tun. Ich weiß nicht ganz genau, was in diesem Schweizer Gesetz drinnen steht, was unter Stillstand zu verstehen ist. Ich verstehe unter
Stillstand etwas nicht nur Positives. Wir wollen hier natürlich die Funktionsfähigkeit aufrechterhalten, aber eben dafür Sorge tragen, dass das so möglich ist, dass die Ansteckungsgefahr eben nicht gegeben ist, möglichst reduziert wird. Und dafür tragen wir Sorge mit dieser Fristunterbrechung, die im Bereich der Justiz, aber auch im Bereich der Verwaltung auch im Gleichklang erfolgt. Stellen wir aber auch sicher, dass niemand einen Nachteil aus dieser Phase, die doch etwas zu tun hat mit einer mit einem Runterfahren des Staates und der öffentlichen Aktivitäten, dass niemand eben einen Nachteil daraus ziehen muss. Es ist natürlich für die österreichische Bevölkerung eine besondere Herausforderung. Es ist für unseren Rechtsstaat eine besondere Herausforderung. Und wir haben natürlich in allen Bereichen, wo es möglich ist, nicht dringende Verhandlungen bereits abberaumt. Ich habe am Montag auch ein Schreiben an alle OLG-Präsidenten versendet, wo auch noch einmal darauf hingewiesen wurde, dass nicht dringende Verhandlungen abzuberaumen sind, und es wurden auch alle nicht dringenden Sachen abberaumt. Nichtsdestotrotz ist es uns wichtig, dass der Rechtsstaat funktioniert, dass dringende Sachen funktionieren, Untersuchungshaft, einstweilige Verfügungen bei Gewaltdelikten, aber auch natürlich Haftverhandlungen. Wir können auch unschuldige Personen nicht ewig in einem Gefängnis lassen, wenn sie, deswegen müssen Haftverhandlungen auch stattfinden. Das aber alles unter Einhaltung besonderer Maßnahmen und eines besonderen Schutzes, wo auch gewährleistet ist, dass der notwendige Abstand da ist und der Gerichtsbetrieb, obwohl personell reduziert, auch gewahrt bleibt. Wir prüfen derzeit auch alle Möglichkeiten, wie man über E-Mails oder sonstige elektronische Möglichkeiten diesen Rechtsstaat auch aufrechterhalten kann, weil derzeit ganz viele Zustellungen und ganz viele Anträge auch ein persönliches Erscheinen vorsehen. Und da sind wir gerade dabei zu prüfen, was wir in dieser Zeit anders machen können. Was die Insassen betrifft, haben wir auch gestern einen weiteren Erlass ausgegeben, in dem auch klargestellt ist, dass der notwendige Abstand zu halten ist, damit auch die Infizierung innerhalb der Justizanstalten nicht so schnell erfolgt, sollte es doch zu einem Fall kommen. Wir sind mit allen Anstaltsleitern laufend in Kontakt, weil wir auch sicherstellen wollen, dass die Maßnahmen, die sehr restriktiv sind, auch gut angenommen werden und dass auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch die Sicherheit für die Bediensteten gewährleistet ist. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war also die Pressekonferenz der Ministerinnen Sadic und Ed Stadler, wo doch einschneidende Maßnahmen angekündigt wurden, was den Rechtsstaat und die Justiz betrifft. Hans Bürger, meine Frage an Sie da. Steht jetzt auch eine Verfassungsänderung im Raum. Der Ministerrat soll nicht in seiner bisherigen Weise stattfinden. Das ist jetzt ein zentrales politisches Gremium sozusagen. Was heißt, wenn das wegfällt in der bisherigen Form, was heißt das für die politische Entscheidungsfindung in Österreich? Es steht in der Verfassung, dass die Mitglieder der Bundesregierung physisch anwesend sein müssen, um Beschlüsse herbeizuführen. Das muss man ändern und offensichtlich bedarf es da einer Zweidrittelmehrheit, um das zu ändern, damit Ministerräte digital gemacht werden können, per Skype, was auch immer. Wusste das selbst nicht, dass das Verfassungsmehrheit bedeutet, aber so habe ich zumindest die Verfassungsministerin Ed Stadler verstanden. Die Ministerin wurde auch gefragt, ob das einem Stillstand gleichkäme. Wie beurteilen Sie jetzt diese Maßnahmen, die angekündigt wurden? Legt das den Rechtsstaat lahm? Na, diese Maßnahmen nicht, aber die Frage war ja, ob man so machen kann, dass man die gesamte Justiz auf Null legt und wie das die Schweiz machen will. Ich habe jetzt auch nur die Frage des Kollegen gehört, das verstehe ich nicht ganz, denn die Antwort der Justizministerin Sadic war eigentlich sehr nachvollziehbar. Ich kann weder Unschuldige länger in Untersuchungshaft behalten oder sonst wo behalten, noch kann ich Menschen, von denen man weiß, dass Gewalt ausgeht oder ausgegangen ist, nicht in Untersuchungshaft nehmen. Also bestimmte Grundbedingungen einer Demokratie, eines Rechtsstaates müssen schon noch halten, sonst die Alternative ist Anarchie und das will auch niemand. Wir gehen jetzt im Wirtschaftsbereich schon sehr weit. Ich glaube, im justiziellen Bereich gibt es doch ein unterstes Niveau, das man behalten muss, sonst bricht wirklich die Gesellschaft auseinander. Weitere rechtsstaatliche Aspekte wollen wir jetzt mit dem Verfassungsexperten Heinz Mayer
besprechen. Ich hoffe, er ist schon zugeschaltet. Da ist er. Guten Tag, Herr Mayer. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich weiß nicht, wie weit Sie die Pressekonferenz jetzt mitverfolgen konnten, aber hier stehen doch Verfassungsänderungen im Raum. Wie beurteilen Sie jetzt diesen Schritt? Ja, die Beschlussfassung im Ministerrat, verfassungsrechtlich klar zu regeln, wäre sicher gut. Da ist ja vieles umstritten. Meines Wissens kommen Umlaufbeschlüsse jetzt schon vor, obwohl sie nicht an sich nach der Verfassung nicht vorgesehen sind und wohl auch nicht zulässig wären. Das ist das eine. Das zweite betrifft den großen Bereich der Justiz. Und da ist es in der Ziviljustiz ja so, dass es immer eine Partei gibt, die sehr interessiert ist daran, rasch eine Entscheidung zu kommen. Wer klagt, der will ja Recht bekommen und der will nicht warten, bis er Recht bekommt, möglicherweise jahrelang. Dass man hier Fristen erstreckt, ist notwendig wahrscheinlich, aber das muss mit Maß und Ziel geschehen. Denn sonst dient man dem Rechtsstaat auf der einen Seite und auf der anderen beschädigt man ihn. Herr Mayer, ich möchte mit Ihnen auch noch über dieses Maßnahmenpaket sprechen, das Ausgangssperren vorsieht etc. Noch nie, das glaube ich, kann man sagen, wurden die Freiheitsrechte in der Zweiten Republik dermaßen eingeschränkt. Das ist jetzt natürlich angesichts der Notsituation gerechtfertigt, das verstehen wir alle. Aber auf welchem rechtlichen Fundament stützen sich denn diese Maßnahmen? Naja, unsere Grundrechte sehen ja die Möglichkeit vor, sie einzuschränken, wenn es im öffentlichen Interesse geboten ist. Also wenn es zum Beispiel im Schutz der Gesundheit geht, dann kann man auch das Recht auf Privatleben einschränken durch Gesetz, insoweit es notwendig ist. Es muss ein zwingendes soziales Bedürfnis geben, diese Einschränkung vorzunehmen. Also es gibt nur wenige Grundrechte, die man nicht einschränken darf, und das ist Folterverbot und Ähnliches. Ab wann, glauben Sie, wird es eine höhere Instanz brauchen, die valorisiert, die kontrolliert, ob sich das alles noch im Rahmen hält, sprich verhältnismäßig ist? Naja, solche Verfahren wird es wahrscheinlich geben. Was aber ganz wichtig ist, dass die Öffentlichkeit kritisch ist. Da sind zunächst einmal die Medien gefragt, aber auch der kritische Bürger, der den Regierenden auf die Finger schauen muss, denn der Staat ist der mächtigste Akteur, den es gibt. Und der kann durch Gesetze und Exekutivgewalt tief eingreifen in unsere Grundrechte. Und da bedarf es einer aufgeklärten Öffentlichkeit, um hier eine gewisse Kontrolle auszuüben. Weil Sie schon den kritischen Bürger ansprechen, dann wäre meine Frage einfach salopp formuliert: Wie lange kann man diese Maßnahmen so aufrechterhalten? Ja, die wird man aufrechterhalten können, solange es notwendig ist, dieses Ziel des Schutzes der Allgemeinheit zu erreichen. Dann allerdings muss man sie aufheben, und das ist sicherlich ein ganz kritischer Punkt. Es gibt ja Freunde des Einsperrens und Wegsperrens und Konzentrierens und so weiter, auch in unserer Gesellschaft, und die sollten diese Chance nicht nützen können, ihre Ziele durchzubringen auf Kosten der Freiheit. Was wir auf jeden Fall beobachten konnten, dass etwa zum Beispiel ein Bürgermeister etwas beschließt, dann zieht die Landesregierung nach, das haben wir auch in Tirol gesehen, mit dem Landeshauptmann Platter, und danach kommt dann auch noch die Bundesregierung, die nachzieht. Sollte das nicht alles akkordiert werden, wäre das nicht besser ein einheitliches System, unter Anführungszeichen, damit das auch alles dadurch klarer wird für den Bürger? Naja, wir haben ein föderales System und das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, dass die unteren Instanzen besser die Situation, gerade in so einer Krisensituation, beurteilen können vor Ort als die oberen Instanzen. Auf der anderen Seite braucht man natürlich eine Abstimmung zwischen dem Gesamtstaat und den Bundesländern und den Gemeinden, aber das dürfte ja einigermaßen gut funktionieren, wenn ich das so beobachte. Mal eine Frage noch. Nach den Vorkommnissen in Tirol, allen voran in Ischgl, hat man gemeint, jetzt sei nicht der Zeitpunkt für Kritik und das alles zu überprüfen. Aber diese Überprüfung wird dann danach kommen und man wird viele Fragen beantworten müssen. Kann es sein, dass hier einzelne Behörden oder auch die Landesregierung belangt werden? Naja, da spricht einmal vieles dafür, dass da einiges schiefgelaufen ist.
Das ist wohl keine Frage und man sollte das nicht vergessen. Ich glaube auch, dass man jetzt andere Sorgen hat, aber man muss sich auf jeden Fall an diese Dinge erinnern, denn was da im Raum steht, ist ein gewaltiges Behördenversagen. Ob man rechtliche Konsequenzen dran knüpfen kann und muss, das kann ich jetzt nicht beurteilen, da weiß ich zu wenig, aber politische sollte es wohl geben, wenn sich bewahrheitet, was so im Raum steht. Herr Mayer, vielen Dank, dass Sie Ihre Expertise mit uns geteilt haben und liebe Grüße nach Mödling. Bitte. Danke. Dankeschön. Bitte. Wie bereits zuvor erwähnt, gibt es in Österreich jetzt 4 weitere Todesfälle, einen in Niederösterreich und einen eben, da haben wir nach Oberösterreich geschaltet, und 2 in der Steiermark. Hier sind 2 infizierte Männer an den Folgen des Coronavirus gestorben. Beide Jahrgang 1940, beide waren also 80 Jahre alt, gehörten also ganz klar zur Risikogruppe. Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle liegt in der Steiermark bei 182. In der Nacht auf heute sind in den steirischen Spitälern 2 weitere Coronavirus-infizierte Patienten gestorben. Es handelt sich bei ihnen wieder um die besonders gefährdete Gruppe älterer Menschen mit Vorerkrankungen. Beide Männer waren 79 Jahre alt. Der eine davon stammte aus dem Bezirk Murtal und litt an schweren Vorerkrankungen, Diabetes mellitus und Folgeerkrankungen. Dieser Patient wurde in der Vorwoche eingeliefert ins Spital, aber die Vorerkrankungen haben im Endeffekt den Kampf um sein Leben wirklich erschwert. Der zweite Patient war ein akuter Schlaganfallpatient, der auch durch diesen Schlaganfall schon sehr schwer beeinträchtigt war. Beide Patienten starben an einem Multiorganversagen. In jenem Heim in Hartberg, aus dem eine 76 Jahre alte Frau Montag früh gestorben ist und in dem weitere Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert sind, ist eine weitere Bewohnerin verstorben. Sie war aber nicht unter den bekannten Coronavirus-Infizierten. Ob ihr Tod mit dem Coronavirus zusammenhängt, steht derzeit noch nicht fest. Und sukzessive werden immer mehr Ortschaften, Gebiete unter Quarantäne gestellt. Primär in Tirol, heute auch erstmals in Salzburg, im Pongau nämlich. Davon betroffen auch Flachau. Anlass dürfte da eine erst vor kurzem stattgefundene Après-Ski-Party gewesen sein. Florian Hörmann, da muss man natürlich mit dem Kopf schütteln, dass das überhaupt noch stattfindet in der Form. Wie groß ist denn bei Ihnen der Ärger darüber? Mittlerweile, nur der Hinweis, wir stehen mittlerweile vor Dorfgastein. Ich war am Nachmittag in Flachau. Der Bürgermeister selbst sagt, es hat keine Après-Ski-Partys gegeben. Aber natürlich Saisonabschluss, da kann natürlich sein, dass da gefeiert wurde. Wir haben auch jetzt vom Land mitbekommen, dass infizierte Gäste bei diesen Feiern dabei waren. Da hat natürlich der Bürgermeister dann nachgezogen und geschaut. Der hat jetzt Angst gehabt, dass es zu viel Kritik gibt, ähnlich wie in Tirol, dass man da nicht zu spät reagiert. Und wie reagieren die Menschen jetzt bei Ihnen auf diese Quarantäne? Noch sehr gelassen, es ist noch bis Mitternacht Zeit. Es sind jetzt einige Täler, eben insgesamt 2 Täler, eine Gemeinde. Man schaut jetzt, das Leben geht ja trotzdem weiter sozusagen in den Gemeinden, so wie vorher. Man darf nur nicht raus oder reinfahren. Eben, da wird noch vorbereitet, um Mitternacht geht es dann eben mit der Sperre los. Da wird es dann ernst. Vielen Dank für diese Informationen. Und bei mir Platz genommen hat, wie so oft in diesen Tagen, Günther Mayer, der Chef unserer Wissenschaftsredaktion. Ja, ich habe es gesagt, man kann da eigentlich nur den Kopf schütteln, dass das überhaupt noch stattfindet. Vor allem nach den Vorkommnissen in Ischgl. Jetzt weiß man, dass dort viele Menschen auf engem Raum waren, die Verbreitung explosiv war. Wie kann das sein, Herr Mayer, dass Menschen dieses Risiko überhaupt eingehen und da bewusst ja, so tun, als wäre nichts? Ja, es kursiert offenbar nicht nur der Virus, sondern auch einiges an Dummheit. Anders kann man es in dem Fall wirklich nicht mehr sagen. Wir haben eben die Erfahrungen aus Ischgl, dass das genau diese Probleme sind in dieser Gastronomie, die im Skizirkus, wenn man so nennen will, doch die Menschen auf engstem Raum zusammenführt. Und dort hat das Virus die besten Chancen anzugreifen. Und das ist dort dann auch leider passiert. Und wenn wir sehen, dass das die Zahlen dann nach oben treibt, solche Dinge, dann kann man nur von Verantwortungslosigkeit sprechen und sonst von gar nichts. Aber man muss dazu sagen, dieses Land funktioniert ja momentan extrem gut. Die Leute halten sich viele daran. Und wenn jetzt einige Dummköpfe meinen, ich sage es jetzt bewusst so, sie müssten das durchbrechen, dann muss man sie wohl deutlich darauf hinweisen, wen sie da alle gefährden, nämlich uns alle und vor allem die älteren Menschen. Und das ist absolut verantwortungslos. Also Sie gehen davon aus, dass es zu einer ähnlichen Verbreitung hier jetzt gekommen ist, bei dieser Party wie in Ischgl? Können wir natürlich nicht Bestimmtheit sagen, nicht, aber enger Raum. Aber im Prinzip ist das eine Gefahrenquelle, die enorm ist.
Im Übrigen, wir haben gerade die letzten Fallzahlen hereinbekommen, oder das Ministerium hat sie online gestellt. Wir liegen jetzt bei 1646, das ist ein Anstieg von 24%. Das ist eigentlich eher optimistisch zu sehen, weil wir wollen in Richtung 20%, wir waren schon deutlich höher. Das ist eine Momentaufnahme. Wir müssen jetzt darauf warten, ob jetzt noch Tests vielleicht nicht hineingerechnet sind, weil das ist immer in Progress. Also das läuft immer nacheinander und manchmal kommen Tests dazu, die es dann wieder nach oben drehen. Aber genau dort wollen wir eigentlich hin. Nehmen wir es schon mal als positives Signal und schauen mal, wie es weitergeht. Aber das ist schon wieder mal eine Zahl, mit der wir ein bisschen positiver sein können. Dann würde ich sagen, bleiben wir gleich beim Positiven. Es gibt auch optimistische Meldungen aus Kanada, aus Australien, dass hier kleine Fortschritte zumindest gemacht werden, was einen potenziellen Impfstoff betrifft. Wie wichtig ist es oder wie sehr erkennen Sie da jetzt, dass die Wissenschaft auch auf internationaler Ebene, dass es so etwas gibt wie eine Zusammenarbeit, einen Zusammenschluss? Wissenschaft ist per se natürlich eine Disziplin, wo immer weltweit zusammengearbeitet wird. Aber es hat sicher noch nie in der Geschichte der Menschheit einen solchen Zusammenschluss gegeben. Es sind Zehntausende Forscherinnen und Forscher dran, um dieses Virus genauer zu analysieren. Und das ist natürlich der Schlüssel. Wenn ich den Erreger gut kenne, dann ist auch der Weg Richtung Impfstoff frei. Und man hat die Erfahrungen des SARS-1-Virus, das ja ähnlich ist. Von dort kann man viel mitnehmen. Das passiert jetzt gerade. Nur man muss immer dazu sagen, die Entwicklung eines Impfstoffes, die muss sehr viele Stufen durchlaufen. Und wir können hier nicht davon ausgehen, dass wir das sehr schnell haben. Aber es sind positive Ansätze, wenn man immer mehr und immer besser erkennt, wo man angreifen kann. Und das ist ganz wichtig. Und das stimmt einen schon zuversichtlich. Das sind die besten Köpfe, die wir haben weltweit, die hier sich jetzt ihre Köpfe zerbrechen. Und ich bin zuversichtlich, die schaffen das auch irgendwann. Ganz kurz noch, Herr Mayer, wenn sich jetzt jemand infiziert hat, was passiert denn da im Körper? Und das ist auch eine Frage, die sich viele stellen. Entwickelt sich eine Immunität? Nach allem, was wir bisher sehen, entwickelt sich eine Immunität. Es gibt auch Überlegungen schon, dass Personen, die das jetzt überstanden haben, dann auch im Gesundheitssystem eingesetzt werden können, weil sie ja dann quasi das Virus nicht mehr weitergeben können. Im Körper passiert Folgendes, dass dieses Virus noch eine Zeit lang vorhanden ist. Deshalb macht man die Quarantänen, wo man dann sagt, nach 14 Tagen im Normalfall ist der Virus nicht mehr nachzuweisen und dann kann man die Quarantäne verlassen, weil dann ist das Virus verschwunden. Das wird oft noch falsch verstanden. Ja, dieses Virus schleicht sich irgendwann, würde der Österreicher sagen. Also das ist das Positive. Gitte Mayer, wie immer, vielen Dank für den Besuch im Studio. Und wir blicken jetzt nach Frankreich, wo nach anfänglichem Zögern Präsident Macron letztlich doch eine Ausgangssperre verhängen ließ. Diese gilt seit gestern und wie sich zeigt, sie wird auch weitgehend eingehalten. Für die Insassen französischer Gefängnisse heißt es nun aber auch, keinen Besuch mehr empfangen zu können. Und dies führt zu Beunruhigung und auch zu Protesten, zumal nun erstmals ein Corona-Toter in einem Gefängnis gemeldet wurde. Raus darf hier ohnehin keine. Nun aber dürfen auch Besucher die französischen Gefängnisse wie die Justizvollzugsanstalt La Santé bei Montparnasse in Paris nicht mehr betreten. Sicherheitsvorkehrungen seien der Grund, denn in Fresnes außerhalb von Paris ist ein Häftling gestern am Coronavirus gestorben. Die Unruhe in den Gefängnissen steige, warnen die Strafverteidiger. Die Regierung in Paris aber will derzeit nicht über vorzeitige Entlassungen diskutieren. Immerhin ist momentan die gesamte Bevölkerung de facto eingesperrt. Jene, die trotzdem unterwegs sind, müssen sich den Polizisten erklären. Ich bin Zahnärztin und muss mich um meine Notfälle kümmern. Momentan warte ich auf mehr Masken. Ich bin Ärztin und versorge meine Patienten weitgehend telefonisch. Jetzt muss ich zur Apotheke, um dort die Rezepte für meine Patienten abzugeben, die hier im Viertel wohnen. Der Mindestabstand wird trotzdem nicht immer eingehalten, wie an diesem Markt heute Vormittag im 18. Pariser Arrondissement. An Tag 2 der Ausgangssperre zeigt diese drastische Maßnahme noch keine Wirkung. Die Zahlen der schweren Erkrankungsfälle steigen immer rascher. Im Großraum Paris und vor allem im Osten des Landes, wie im Elsass, sind die Krankenhäuser völlig überlastet. Das Militär fliegt Corona-Härtefälle aus und verteilt sie auf andere Spitäler im Süden des Landes. Der Gesundheitsminister ersucht die Franzosen um Geduld. Vom Moment des Ausrufens der Ausgangssperre bis zum Ende der Epidemie steht eine unvermeidbare Zeitspanne, eine Mindestzeitspanne. Die dauert 8 bis 14 Tage. Eine lange Zeit, wenn man sie in den kleinen Pariser Wohnungen verbringen muss und draußen allmählich der Frühling anbricht.
Ja, da ist enorme Selbstdisziplin derzeit gefragt bei uns allen. Cornelia Primosch in Paris. Man darf jetzt in Frankreich nur mehr mit einer schriftlichen Rechtfertigung außer Haus. Wer stellt die aus? Wie funktioniert das? Die gibt es einerseits auf der Seite vom Innenministerium abzurufen als Formular. Man kann die aber auch zu Hause selbst schreiben auf einem Zettelpapier. Das geht relativ unproblematisch. Es geht eigentlich darum, dass man selbst eine eidesstattliche Erklärung liefert und beschreibt, warum man außer Haus muss. Und dazu zählen beispielsweise der Beruf. Also man darf arbeiten gehen, man darf seine Einkäufe erledigen, man darf sich auch die Füße vertreten, man darf rausgehen, aber halt dann nur allein. Und man darf auch Termine wahrnehmen, wie beispielsweise zum Arzt gehen. Und diese Erklärung, die muss jeden Tag aufs Neue ausgestellt werden. Ich werde jetzt meine leider nicht aus meiner Handtasche rausfutzeln, weil das wird wahrscheinlich zu lang dauern. Aber ohne diese Erklärung darf man nicht mehr außer Haus und es wird auch gestraft, wenn man sie nicht dabei hat. Wir haben einige Situationen beobachten können, wo die Polizisten die Fußgänger oder auch Autofahrer hier auf die Seite genommen haben und wenn diese Erklärung nicht dabei ist, hat es gestern noch 38 Euro gekostet, heute kostet schon über 130 Euro Strafe. Präsident Macron hat bei seinem letzten Statement keinen Zweifel daran gelassen, wie ernst die Situation ist. 7-mal hat er das Wort Krieg verwendet. Frankreich sei im Krieg. Das klingt schon ziemlich alarmistisch. Wie kommt denn das bei den Franzosen an? Es hat zumindest gefruchtet, hat man zumindest hier den Eindruck. Ich stehe hier vor der Pariser Oper. Da ist normalerweise kein Durchkommen. Sie sehen hinter mir. Ich habe jetzt sehr viel Platz, es ist auch wenig Verkehr auf der Straße zu sehen. Bei den Franzosen musste man da wohl ein bisschen eine martialischere Wortwahl finden, weil das ist ein sehr freiheitsliebendes Volk und um die Franzosen zu Hause zu halten, da braucht man halt etwas drastischere Maßnahmen. Ganz funktioniert es ja immer noch nicht. Ich weiß nicht, im Beitrag haben wir es versucht anzuschneiden. Auf einigen Märkten ist viel zu viel los. Man darf auf die Märkte gehen, aber muss halt den Sicherheitsabstand einhalten. Das wird nicht immer beherzigt. Wir haben auch gehört, dass auf einigen Stränden Frankreichs immer noch zu viele Spaziergänger unterwegs sind. Also ich glaube, das wird schon noch eine Zeit lang dauern, bis man sich wirklich daran gewöhnt hat, an diesen neuen Zustand. Cornelia Primosch, vielen Dank für diese Eindrücke live aus Paris. Der Iran zählt zu den am stärksten vom Coronavirus betroffenen Ländern außerhalb Chinas. Mittlerweile gibt es mehr als 1.100 Tote. Die Zahl der Infizierten ist auf mehr als 17.000 gestiegen, laut offiziellen Zahlen. Die Gesundheitsorganisation schätzt, dass die Dunkelziffer 5-mal so hoch ist. Inzwischen hat das Regime wegen der Corona-Krise auch 85.000 Häftlinge vorübergehend freigelassen. Darunter sind aber nur wenige politische Gefangene. Nazanin Zaghari Ratcliffe hat Glück. Sie wurde aus dem Gefängnis entlassen. 4 Jahre lang war sie hinter Gittern, wegen angeblicher Verschwörung gegen das Regime, wie so viele andere auch. Ihr britischer Ehemann hat eine Kampagne für sie gestartet. Jetzt ist sie zumindest vorläufig frei, wenn auch mit Fußfessel, lebt bei ihren Eltern in Teheran. Das verdankt Frau Zaghari Ratcliffe auch dem Covid-19-Virus. Die Regierung sieht sich gezwungen, Zehntausende auf engstem Raum lebende Häftlinge freizulassen. Eine Maßnahme im Kampf gegen das Virus. So wie Desinfektionskampagnen oder Fieberkontrollen jetzt auch auf der Autobahn von Teheran in die heilige Stadt Qom, dem Epizentrum der Corona-Epidemie im Iran. Solche Straßenkontrollen gibt es aber nur punktuell. Die Armee soll zwar dabei helfen, alle der mehr als 80 Millionen Iraner auf Corona zu testen, wie das gehen soll, ist fraglich. Städte oder Regionen werden nicht unter Quarantäne gestellt, versichert die Regierung. Der Widerstand vor allem der Religiösen ist zu groß. Nach langem Hin und Her hat die Regierung den Zugang zu heiligen Städten gesperrt, doch Gläubige haben die Sperren durchbrochen. Feierlichkeiten zum persischen Neujahrsfest, das bis Anfang April dauert, wurden verboten. Ob sich die Iraner daran halten werden, steht auf einem anderen Blatt. Dazu kommen die harten US-Sanktionen, die auch die humanitäre Versorgung treffen. Dabei warnen iranische Experten, ohne harte Maßnahmen könnte es Millionen Corona-Tote im Iran geben. Immer wieder für uns im Iran, auch erst vor kurzem, ist unser Korrespondent Jörg Winter. Und gleich meine Frage an ihn. Was hören Sie denn aus dem Iran? Was sagen Ihre Quellen? Wie stellt sich die aktuelle Situation dar?
Nun, der Trend im Iran, die Zahlen sind sehr, sehr eindeutig. Der Iran befindet sich auf dieser Infektionskurve im Eskalationsbereich. Wir erleben derzeit sehen mehr als 100 Tote pro Tag. Wir sehen mehr als 1000 neue Infektionsfälle, wobei, Sie haben es ja angesprochen, die Dunkelziffer wesentlich höher ist. Und was heißt das eigentlich, die Dunkelziffer höher? Das heißt vor allem, dass immer noch viel zu wenig getestet wird. Man hat das Gefühl, dass vor allem viele junge Menschen, der Iran ist ein sehr junges Land, diese dramatischen Appelle der Regierung nicht ernst nehmen, vor allem jetzt nicht vor dem Frühlingsfest, wo man einkaufen geht, wo man Partys feiert, wo man Verwandte und Freunde besucht. Also viele junge Menschen sind noch immer auf den Straßen unterwegs. Und dann kommt auch noch etwas anderes dazu. Das Vertrauen in die Behörden, das ist generell sehr gering. Die Behörden haben einen Schwenk vollzogen. Sie haben es zuerst versucht herunterzuspielen. Jetzt gibt es sehr dramatische Appelle, die aber viele nicht folgen. Jörg Winter, noch eine Frage zur Türkei. Da breitet sich das Virus jetzt auch aus. Wie reagiert denn die Politik in der Türkei? Wird das Leben bereits zurückgefahren? Nun, die Türkei hat eigentlich relativ rasch und früh erste Maßnahmen gesetzt. Das war vor allem im Flugverkehr, wo man alle Verbindungen früher als die Europäer nach China und auch in den Iran gestoppt hat, später auch in die europäischen Länder. Es gibt Quarantänelager an den östlichen Grenzen. Aber das Problem ist auch hier, wie in vielen Ländern, es wird zu wenig getestet. Wir haben ungefähr gut 100 infizierte Fälle, die getestet worden sind, einen Toten. Wir wissen aber in Wirklichkeit nicht, wo wir eben jetzt genau stehen. Und das ist das, was viele Menschen besorgt. Bars, Restaurants und so weiter wurden geschlossen. Das ist verfügt worden, aber wird eben nicht ganz vollständig eingehalten. Da werden wir in den kommenden Tagen sicher noch wesentlich härtere Maßnahmen sehen, die auch von der Polizei überprüft werden. Wir warten alle auch auf eine Rede von Präsident Erdogan zur Nation, wo diese neuen und weitergehenden Maßnahmen verkündet werden sollen. Informationen waren das von Jörg Winter live aus Istanbul. Vielen Dank dafür. Und nun zurück nach Österreich, wo die Lage am Autobahngrenzübergang Nickelsdorf sich langsam entspannen dürfte. Im Laufe des Vormittags hatte sich ja aufgrund der Grenzsperre von Ungarn ein mehr als 35 Kilometer langer Rückstau gebildet. Rumänen, Bulgaren und Serben, die nach Hause wollten, konnten das nicht. Zum Mittag wurde die Grenze dann doch für einige Nationalitäten für einige Stunden geöffnet. Im Lauf des Vormittags hat sich der Rückstau auf der Ostautobahn immer mehr aufgebaut. Zuletzt standen die Autos auf einer Länge von 35 Kilometern und die Nerven der Wartenden lagen blank. Hunderte Menschen, vor allem aus Osteuropa, standen eng beieinander und das trotz Ansteckungsgefahr. Sie blockierten auch die Gegenfahrbahn, sodass auch auf der ungarischen Seite ein 12 Kilometer langer Stau gebildet wurde. Zu Mittag fiel dann die Entscheidung. Für Rumänen, Serben und Bulgaren wurde die Grenze von ungarischer Seite wieder geöffnet, um den Stau aufzulösen. Es war eine herausfordernde Situation. Wir haben intensiven Kontakt gehabt mit dem ungarischen Innenminister, natürlich auch mit den Nachbarstaaten von Ungarn, also sprich Rumänien und Serbien. Und Bulgarien ganz wichtig, denn die Ungarn haben diese massiven Maßnahmen gesetzt, weil sie unsicher waren, ob diejenigen, die tatsächlich durchfahren, auch dann wiederum in ihren Herkunftsländern aufgenommen werden. Die Grenze bleibt bis morgen Donnerstag 5 Uhr in der Früh geöffnet, danach wird sie wieder gesperrt. Die neue Regelung, die zwischen Österreich und Ungarn getroffen wurde, besagt, dass jeweils am Abend von 21 Uhr bis am nächsten Tag um 5 Uhr in der Früh ein Korridor geöffnet wird. Und am Grenzübergang begrüße ich meinen Kollegen Thomas Brunner. Ja, heute lagen dort die Nerven blank. Wie sieht es denn jetzt derzeit aus? Im Hintergrund tut sich ein bisschen was. Man kommt offenbar voran. Ja, man kommt voran. Die ungarische Grenzpolizei kontrolliert hier ziemlich strikt. PKWs werden aufgehalten. Serben, Bulgaren, Rumänen und natürlich Ungarn werden durchgelassen. Aber jeder PKW wird kontrolliert. Die Insassen müssen ihre Reisepässe herzeigen. Wir haben vorhin auch schon beobachtet, zum Beispiel polnische PKWs, Autos mit polnischen Kennzeichen müssen umdrehen, werden aus der Kolonne herausgefischt. Wie lang dieser Korridor jetzt tatsächlich offen ist, es heißt immer wieder bis 5 Uhr. Ich habe auch schon vorher mit Polizisten gesprochen, die sagen, das ist nicht ganz so sicher, wie lange die Grenzen hier tatsächlich noch geöffnet sind. Aber momentan fließt der Verkehr und der Stau reduziert sich damit ein wenig. Thomas Brunner, vielen Dank für diese Eindrücke. Und Ungarn, wir haben es gehört, geht auch hier, wie etwa in der Migrationspolitik, einen ganz eigenen Weg. Es ist ein erratischer Weg. Zunächst hieß es Grenzen zu, dann wieder offen und jetzt eine partielle Öffnung. Ernst Gelex, was ist denn da los? Wie kann man sich das Vorgehen von Ungarn erklären?
ja, Unsicherheit, und man hat das Problem teilweise, das Covid-Problem teilweise unterschätzt. Es ist auch die Stimmung in der Bevölkerung so. Also zum einen gibt es Leute, die sind in Panik geraten. Da gibt es auch schon Hamsterkäufe, sodass eine große Supermarktkette beschlossen hat, die Waren zu rationieren. Man darf nur noch von einer Ware maximal 10 Stück oder maximal 5 Kilo einkaufen. Also da sieht man schon einen Teil der Bevölkerung in Panik, und ein anderer Teil nimmt das noch auf die leichte Schulter. Die Kaffeehäuser und Restaurants sind ja bis 15 Uhr offen. Casinos sind generell offen, da kann man auch am Abend hingehen. Also da sieht man, das sind ein bisschen meines Erachtens doch inkohärente Maßnahmen. Zum Grenzregime ist zu sagen, Ungarn hat aus humanitären Gründen jetzt beschlossen, jeden Tag die Grenze zwischen 21 Uhr und 5 Uhr früh für Serben, Rumänen und Bulgaren offen zu halten. Es gibt einen Korridor, die können durchreisen, dürfen aber in Ungarn nicht irgendwo halten. So ist derzeit die Regelung. Ernst Gellex in Budapest, vielen Dank für diese Live-Informationen. Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Interesse. Wir machen jetzt eine kurze Pause. In wenigen Minuten geht es weiter mit der ZIP 17, wo Sie weiter umfassend informiert werden. Da begrüße ich dann meine Kollegin Susanne Högerl. Alles Liebe.